Zu den Heilpädagogen, sagte Rudolf Steiner, werden sie Tänzer. Denn ohne Leichtigkeit kann man Kranken überhaupt nicht helfen. Deswegen macht man ja heute Clowning auf den Kinderstationen. Ja. Und ich hatte in Herdecke eben das geschafft, mit zum Teil auch Fremdfinanzierung, am Anfang, bis man gemerkt hat, da, das bewährt sich und dann kommen noch mehr Kinder auf Station. Es rechnet sich auch. Ich habe einen Heilpädagogen dort eingeführt und der war so beliebt, da wollten die Kinder gerne wieder auf Station, um beim Hauke dann tolle Sachen machen zu dürfen. Und das fand ich eben viel besser als Clowning. Ja, ich meine, wenn die Clownerie wirklich auch einen spirituellen Hintergrund hat, wunderbar. Aber dieses Lustigsein ohne Substanz, das ist eben kein Humor. Das ist dann, ist man immer so am ja, dann geht das Lachen im Grunde, ja, es verliert seine Substanz. Und deswegen fand ich das so schön, wie der Stefan Libardi gesagt hat, es ist die Haltung, die alles entscheidet. Es ist wirklich die Haltung. Ich kann die flachsten Witze machen. Wenn ich aber damit den tiefsten Ernst innerlich verbinde, weil ich weiß, worüber ich jetzt hier lache, dann kommt die Haltung natürlich ganz anders rüber, als wenn ich mit einer flachen Haltung sozusagen meine Sache mache. Das heißt, es gilt eben bei all diesen Spielen und Erzählweisen, was wir versuchen, um Kindern und Familien Freude zu machen, es ist immer auch eine Riesenanforderung an unsere Selbsterziehung und Selbstentwicklung, im Grunde identisch, wie wir sie für Ärzte und Pädagogen, Heilpädagogen ja von Rudolf Steiner dann auch konkret geschildert finden. Weil er immer wieder sagt, man wirkt eben auch durch das, was man als Mensch ist.